Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um das Thema Automatikgetriebe. Dafür haben wir hier einen BMW 3er G01 mit knapp 100.000 gelaufen. Das Fahrzeug ist komplett check-off gepflegt, aber der Kunde wusste nicht, dass man das Automatikgetriebe warten muss. Denn die BMW-Niederlassung oder Vertragspartner weisen da nicht drauf hin. Obwohl der Hersteller des Getriebes, die Firma ZF, eine Wartung, eine Spülung bei 80.000 oder 5 Jahren vorschreibt. Das Fahrzeug ist leider darüber. Man muss einfach verstehen, wenn ihr ein Fahrzeug habt mit 40.000, dann sollte man dort einen Ölwechsel durchführen. Dabei werden nur 30% des Gesamtöls getauscht, aber ihr erfrischt das Öl, damit ihr eine vernünftige Zirkulation im Getriebe habt. Habt ihr eine Laufleistung von 80.000, sollte man dann eine Spülung machen. Dabei wird das gesamte Öl gewechselt, ihr bekommt einen neuen Filter inklusive Ölwanne und das Getriebe hält länger. Habt ihr diese Wartungsintervalle überschritten, dann kann es passieren, dass eine Spülung, ein Ölwechsel einfach nicht mehr hilft, dass man andere Maßnahmen treffen muss, um einen Getriebeschaden zu vermeiden. Woher weiß man das? Man weiß es anhand der Datationswerte des Getriebes. Daher bieten wir auch eine Fernwartung an, über ein Kabel, was wir euch zuschicken. Ihr braucht einen Laptop mit Internetzugang und über das Kabel können wir bestimmte Komponenten des Fahrzeugs, Motors, Getriebes prüfen. Wir prüfen einzelne Komponenten des Motors, dass man weiß, ob irgendwo Handlungsbedarf dort besteht. Und wir prüfen natürlich die Adaption des Getriebes, dass man einfach schaut, was dort los ist. Denn nicht jeder von euch hat die Möglichkeit, zu uns zu kommen. Aber man muss einfach wissen, wo Handlungsbedarf besteht. Und wenn man schon was an Getriebe macht, dass man das Richtige macht, damit das Fahrzeug einfach länger hält und keine teuren Reparaturen entstehen. Das Getriebe ist ein sehr stabiles und gutes Getriebe, doch jedes Bauteil muss natürlich auch richtig gepflegt und gewartet werden. Daher sollte man zum Beispiel gucken, welche Wartung oder welche Maßnahme ist für euer Fahrzeug die beste. Wenn ihr ein Fahrzeug habt mit 40.000 gelaufen, dann sollte man einen Ölwechsel durchführen. Dabei wird nur ein Drittel des Gesamtöls des Getriebes getauscht, der Filter inklusive Ölwanne wird getauscht und dann habt ihr eine etwas bessere Ölqualität. Habt ihr eine Laufleistung von 80.000, dann sollte man das Getriebe spülen. Bei einer Spülung wird das gesamte Getriebeöl ausgetauscht und ihr habt natürlich neuen Filter, neue Ölwanne und sauberes Öl. Macht ihr diese Wartung aber zu spät, zum Beispiel 100.000, 120.000, dann reicht meistens eine Spülung nicht mehr aus. Das kann man anhand der Adaptionswerte des Getriebes sehen, in welchem Zustand euer Getriebe sich befindet und dann muss mehr gemacht werden. Da gibt es verschiedene Arten von Wartungen, weil wir wollen einen Getriebeschaden vermeiden. Ein Getriebeschaden passiert durch einen Druckverlust. Und dieser Druckverlust kann verschiedene Ursachen haben. Und darauf gehen wir in diesem Video gemeinsam ein. Warum ist für uns ein Druckverlust problematisch? Dafür müssen wir erstmal verstehen, wie ein Automatikgetriebe funktioniert. Wir haben Lamellenkupplungen, die werden zusammengedrückt durch einen Öldruck. Das heißt, das Getriebe möchte die Kupplungen so schnell wie möglich zusammendrücken, damit eine Kraftübertragung erfolgt. Haben wir irgendwo einen Druckverlust, dann haben wir nicht schnell genug den Druck, den wir haben wollen und in der Zeit schleifen die Lamellen aneinander und diese Beschichtung, die ist endlich, das heißt, irgendwann ist sie weg. Und wenn die weg ist, dann haben wir einen Getriebeschaden, das Getriebe muss komplett zerlegt werden, wie das Getriebe, was wir hier zum Beispiel sehen, und das muss überholt werden. Das ist eine sehr, sehr teure Angelegenheit, deswegen wollen wir einen Druckverlust vermeiden. Was für Arten von Druckverlust gibt es? Ein Druckverlust kann zum Beispiel sein, ihr habt einen vollen Getriebeölfilter. Das heißt, deswegen sollte man auch rechtzeitig einen Ölwechsel oder eine Spülung machen, um dafür zu sorgen, dass der Filter halt sauber bleibt und das Öl vernünftig zirkulieren kann. Es kann aber auch ein Druckverlust sein zwischen der Mechatronik, die sehen wir hier zerlegt, das ist das Herz des Getriebes, das sorgt dafür, dass die Gänge geschaltet werden, und dem Getriebe selber. Denn wir haben zwischen dem Getriebe und der Mechatronik haben wir Gummidichtungen. Denn das Öl geht hier durch in das Getriebe rein und das geht durch sogenannte Gummidichtungen durch. Wenn diese Gummidichtungen verschlissen sind, das heißt, sie haben ihre, wie soll man sagen, Viskosität bzw. der Weichmacher ist raus, dann dichten die nicht mehr richtig ab und dort haben wir ein Problem, dass das Öl an den Dichtungen vorbei abfließt. Das heißt, dann muss die Mechatronik raus, Dichtungen werden getauscht und wir haben den Druckverlust sozusagen beseitigt. Es kann aber auch ein Druckproblem sein in der Mechatronik selber, denn wir haben in der Mechatronik haben wir hier Wellen, die bewegen sich. Wenn ihr zum Beispiel diese Wartung oder eine Wartung zu spät gemacht habt, dann hat sich hier mehr Dreck angesammelt, als man möchte. Und diesen Dreck kriegt man weder beim Ölwechsel noch bei einer Spülung raus. Dafür haben wir viel zu viele Kanäle. Und dann haben wir das Problem, dass wenn wir zum Beispiel, wenn das Getriebe in Gang schalten möchte, dann haben wir hier ein Hindernis, das heißt ein Fremdkörperdreck, ne, den Lamellenabrieb, und der verhindert, dass der Gang schnell genug geschaltet wird und die Lamellen reiben aneinander.
Das Problem ist auch, was ein weiteres Problem sein kann, wir haben eine Mechatronik, die hat eine Komponente oder ein Metall und die Wellen, die sich hier bewegen, die bestehen aus einem anderen Material. Und wenn ihr zum Beispiel die Wartung zu spät macht, dann kann hier ein Defekt sein, ein Verschleiß. Deswegen werden wir auch gemeinsam jetzt die Mechatronik zerlegen und prüfen, was dort passieren kann und welcher Defekt dort geschieht. Ich zeige euch, was dort die Ursache eines Defekts ist, welchen Verschleiß wir da zu erwarten haben und welche Sollbruchstellen existieren und wie man die Mechatronik auch verstärken kann, damit sie unzerstörbar wird. Das ist das Steuergitter der Mechatronik, das heißt, das Getriebe hat eine integrierte Wegfahrsperre. Kauft ihr ein gebrauchtes Getriebe, eine gebrauchte Mechatronik, dann wird sie bei dem Fahrzeug nicht fahren, denn diese Wegfahrsperre ist im Getriebe integriert. Was wir hier sehen, das sind Ventile. Die Ventile, die haben Filter, die kann man hier zum Beispiel sehen. Und durch diese Ventile wird ein Druck aufgebaut. Wenn natürlich euer Öl alt ist, das heißt, ihr habt das Intervall nicht eingehalten, dann habt ihr mehr Lamellenabrieb in dem Öl, der nicht magnetisch ist. Und dieser Lamellenabrieb verstopft diese Ventile. Das heißt, sie können nicht so arbeiten, wie sie arbeiten sollen. Die Ventile selber sorgen für den Druckaufbau. Daher kann auch natürlich ein Dichtigkeitsverlust in den Ventilen selber passieren. Denn sie haben natürlich auch Dichtungen. Das kann man prüfen. Dafür haben wir ein spezielles Gerät. Und die Ventile werden wir jetzt einzeln prüfen. Ihr werdet sehen, dass es verschiedene Druckverhältnisse existieren. Ihr seht, hier haben wir 25. Bei einem gelben Ventil. So, jetzt nehmen wir mal ein anderes Ventil, zum Beispiel auch ein gelbes. So kann man ganz genau feststellen, was ist los. Hier sieht man zum Beispiel, wir haben nur irgendwie 23, 24. Das Ventil ist noch heil, aber nichtsdestotrotz sieht man, wir haben hier schon etwas anderen Druck, beziehungsweise die Gummis sind halt nicht mehr so ideal, wie sie sein sollen. Wir können die Ventile aber auch prüfen auf Beschädigung. Das heißt, wir haben in dem Ventil eine Spule und diese Spule kann man prüfen über einen Widerstand und gucken, sind die Ventile in Ordnung oder sind die Ventile nicht in Ordnung. Wir prüfen jetzt über ein Multimeter und gucken, was dort los ist. Diese beiden Prüfungen sind voneinander unabhängig. Die eine Prüfung ist, wie gesagt, die Dichtigkeit. Die Dichtigkeit, dafür sorgen Gummidichtungen im Ventil. Die andere Prüfung ist der Motor, das heißt die Spulen des Ventils. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Wenn man die falsch öffnet, dann springt das alles einem entgegen und man verliert die Hälfte. Wenn man die Mechatronik einmal geöffnet hat, dann muss man diese Dichtplatte sofort erneuern. Man darf sie nicht nochmal verwenden. Diese Dichtplatte, diese Abdichtung ist aus Gummi. Das bedeutet, hier passiert auch ein Verschleiß. Wenn das Fahrzeug eine zu hohe Temperatur hat im Getriebe, höher als Gummi, was dafür ausgelegt ist, dann werden diese Gummidichtungen irgendwann porös und hart und dichten nicht mehr zwischen den einzelnen Kanälen ab. Das heißt, der notwendige Druck gelangt nicht dahin, wo er sein sollte. Wir haben in der Mechatronik Filter, so wie hier zum Beispiel. Das ist einer der Filter. Der Filter wird ebenfalls verstopft. Hier haben wir einen Filter, hier haben wir noch einen zweiten Filter. Wenn wir eine Spülung machen, kriegen wir natürlich dieses System nicht komplett sauber. Das kriegen wir nur sauber, wenn wir die Mechatronik ausbauen, komplett alles per Hand reinigen und neue Platte austauschen. Was auch wichtig ist in der Mechatronik, wir haben kleine Kügelchen. Diese Kügelchen sind so eine Art Rückschlagventil. Das heißt, die sind aus Plastik und verschleißen über die Zeit. Das heißt, die werden kleiner. Radius, Durchmesser wird kleiner und die sitzen hier vorne. Die sorgen dafür, dass das Öl in eine Richtung gelangt, aber nicht mehr zurückkommt. Und wenn die Kugel nicht die richtige Größe hat, die sie haben soll, dann haben wir das Problem, dass sie halt nicht mehr richtig abdichtet, wie das von dem Hersteller gedacht ist. Das heißt, wenn wir eine Mechatronik überholen, dann tauschen wir diese Kügelchen alle komplett aus, damit wir wieder dort das Problem lösen. Wenn ihr sowas habt wie Schallstöße, sind oft die Kolben dafür verantwortlich. Hier sehen wir die Kolben, hier sieht man die und hier ist eine Art Gummidämpfer. So, dieser Gummidämpfer hat die Problematik, der wird kürzer. Aber auch wenn er nicht kürzer ist, hat er das Problem, dass er im Winter, im Sommer ist Gummi reagiert. Das heißt, er verklebt hier und wir haben Schallstöße. Etwas später zeige ich euch, wie man die Mechatronik verstärken kann und welche Art von Dämpfer dann reinkommen. So, dann zeige ich euch, was ist die Ursache eines Defekts einer Mechatronik. Wann ist eine Mechatronik defekt? Was geht kaputt? Und zwar hier bei der Mechatronik haben wir
Wellen. Die Wellen sorgen dafür, die werden von den Ventilen angesteuert und die arbeiten. Das heißt, die leiten den Druck in die richtige Position über so eine Art Labyrinth. Haben wir ein schlechtes Öl, was schlecht schmiert oder Dreck in dem Öl, dann haben wir das Problem, dass wir hier eine Beschädigung bekommen. Eine Beschädigung, und zwar hier vorne. Wir haben hier bestimmte Wellen. Diese Wellen arbeiten. Wenn sie natürlich nicht richtig geschmiert werden, dann gehen die kaputt. Ihr seht, wir bekommen Riefen. Wenn wir Riefen bekommen, haben wir das Problem, dass diese Wellen nicht mehr so abdichten, wie sie abdichten sollen, wie das vom Hersteller gedacht ist. Und wenn das passiert, haben wir wieder ein Druckproblem und daher schleifen die Lamellen. Das ist ein Problem. Woher wissen wir, welcher Druck im Endeffekt genug ist und welcher Druck nicht genug ist? Das kann man alles prüfen. Dafür haben wir ein spezielles Gerät. Damit können wir zum Beispiel prüfen, ob wir hier noch in der Norm sind oder halt nicht. Das werde ich einmal ganz kurz zeigen. Mit dem Gerät wird über Unterdruck das getestet, ob wir hier die Werte haben, die wir haben sollen. Zum Beispiel hier. Ihr seht, wir haben verschiedene Werte und anhand der Werte kann man zum Beispiel feststellen, wie ist der Druck, den wir in der Position haben zum Beispiel. Und dann kann man sehen, ist die Mechatronik defekt oder ist die Mechatronik nicht defekt. Kommen wir dazu, dass man die Mechatronik verstärken kann. Es gibt Sollbruchstellen, die hier eingebaut sind, die einfach nicht lange halten können. Das heißt, wir haben bestimmte Stopfen. Die Stopfen, die müssen das System abdichten. Doch diese Stopfen sind aus einem weichen Metall. Das heißt, dass sie einfach bei 100.000 sagen sie Feierabend. Hier sieht man zum Beispiel so einen Stopfen. Wahrscheinlich kannst du sehen, dass hier das Metall eine andere Farbe hat. Das ist einfach heller als, genau. So. Und bei der Verstärkung kann man diese ganzen Stopfen, es gibt eine relativ große Menge davon, kann man die gegen Verstärkte austauschen mit einer Dichtung. Das heißt, wir haben hier eine Gummidichtung, die das ganze System abdichtet. Das linke ist aus Plastik, das ist kein Metall. Daher ist es natürlich klar, bei den Temperaturen und bei dem ganzen Arbeiten verschleißt es und wir haben gar keine Gummidichtung. Die modifizierten Varianten, die haben alle jetzt eine Gummidichtung. Und jetzt kommt der Knüller und zwar die Dämpfer, die Kolben. Das ist ein großes Problem durch Schallstöße. Die werden ebenfalls ersetzt durch eine Version mit einer integrierten Feder. Das heißt, dann ist es völlig egal, ob Winter, ob Sommer, kalt, warm. Wir haben das Problem nicht mehr mit dem Gummi. Wir sind von dem Gummi weg. Ihr habt die Möglichkeit, wenn wir an die Mechatronik rangehen, wir haben die Möglichkeit, die zu überholen. Das heißt, die Platte wird ausgetauscht, die normalen Kolben werden eingebaut, alles wird gereinigt und das war's. Oder ihr habt die Option, dass wir das verstärken. Das heißt, es wird gereinigt, neue Dichtplatte kommt rein und alle Endstopfen und neue Kolben, verstärkte Kolben kommen rein, damit die Mechatronik praktisch unkaputtbar ist. Aber man muss trotzdem verstehen, dass man das Wartungsintervall des Getriebes einhalten muss. 80.000 oder 5 Jahre. Wenn ihr wissen wollt, wie ist der Zustand meines Getriebes, bieten wir auch eine Fernwartung an. Dabei schicken wir euch ein Kabel zu. Ihr braucht nur einen Laptop mit Internetzugang und wir können über eine Fernwartung eine komplette Diagnose des Fahrzeugs machen, aber auch komplett das Getriebe uns anschauen, die Adaptionswerte und sagen, was ist die richtige Maßnahme für euer Fahrzeug, damit ihr es einfach länger habt. Wenn ihr ein Auto habt mit einem Verteilergetriebe, muss man auch verstehen, dass das Verteilergetriebe genau wie das Automatikgetriebe ebenfalls gewartet werden muss. Hier haben wir noch die Problematik, dass wir keine Magneten haben und keinen Filter. Deswegen gehen auch die Verteilergetriebe sehr, sehr oft kaputt und daher sollte man so eine Wartung bei spätestens 60.000 machen. Eine Spülung des Verteilergetriebes inklusive Neuadaption. Diese Neuadaption können wir ebenfalls über diese Fernwartung machen. Habt ihr an sowas Interesse, meldet euch am besten telefonisch oder per E-Mail und dann werden wir euch eine Lösung bieten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.